Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die aktuelle Goodie Box, nicht mehr Welcome Box, sondern sie ist limitiert. Verrückt, Leute. Lasst uns mal zusammen in die neue So-Me-Box reinschauen von der Goodie Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum heißt das Ding jetzt nicht mehr Welcome Box, sondern So-Me Edition? Weil So-Me, Social Media. Ich bin hier auf Social Media, ich zeige euch die Box und das ist die Edition 2. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Ich habe die Edition 2. Ich muss das gerade selber auch ein bisschen verstehen. Und wir haben hier auch wieder krasse Produkte drin, die einen sehr, sehr hohen Warenwert haben. Und wenn ihr über meinen Link diese Box bestellt, bekommt ihr diese Produkte und das Ganze für 9,95 Euro. Das ist der Wahnsinn in Tüten oder auch in einer wunderschönen Schubladenbox. Danach hat man halt ein jederzeit kündbares Abo und die kam also eine Mitgliedschaft, ne, wo man dann auch 19,95 pro Box bezahlt. Da hat man 5 Beauty-Produkte drin, wovon 2 in Full Size immer mindestens sind. Erfahrungsgemäß sind es aber mehr, ne? Und vor allem Pflege haben wir hier drin und ich stelle euch ja auch die normale Abo-Box vor. Ich bekomme die So-Me Edition jetzt tatsächlich auch immer so zugeschickt, dass ich euch die vorstellen kann. Ich setze euch das mal in die Infobox und schreibe euch da auch ein bisschen was zu, wo nicht so ein Knoten in meinem Kopf drin ist. Auf jeden Fall bekommt ihr diese Box, wenn ihr möchtet, über den Link in meiner Infobox. Und ja, genau, da schauen wir mal rein. Und nur über diesen Link bekommt ihr halt auch diese Box für 9,95 und auch mit dem Inhalt. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, weil da ging die Party halt so ab. Ihr seid da halt ziemlich steil drauf gegangen, weil 9,95 für so einen Inhalt, das ist halt wirklich der Hammer. Okay, hier steht Big Welcome to Happy Self-Care. Da wird man halt begrüßt von der Goodiebox, so, hey Leute, ist richtig cool, dass du dich mal ein bisschen mehr mit dir selber beschäftigen möchtest. Bei uns geht die Party ab und wir haben richtig coole Beauty-Produkte für dich am Start. So im Großen und Ganzen mal grob übersetzt, ne? Und hier haben wir dann die Schublade. Es ist immer im gleichen Design. Man kann die super weiterverwenden und wir haben hier dieses Butterbrotpapier. Und da haben wir auch schon die Produkte aus der Box. Da schauen wir doch mal zusammen rein. Als allererstes lacht mich an Able Skincare. Das ist eine teure Marke. Hyaluronic Acid Age Recovery Night Cream. 50 ml, das ist ein Brocken. Das ist richtig cool, dass wir die hier drin enthalten haben. Ja, so eine richtig schöne Slow Aging Nachtcreme. Die können wir gut gebrauchen. Und ja, da sollst du halt mit Hyaluronsäure über Nacht wunderschön werden und deine Haut soll regeneriert werden. Finde ich klasse. Genau, nachdem du halt dein Serum drauf gemacht hast, machst du die Creme drauf, macht definitiv Sinn und ich feiere das. Also Gesichtscremes und so hatten wir mal eine Zeit lang sehr, sehr vermehrt in Boxen drin enthalten. Ich finde, das ist mittlerweile nicht mehr so exzessiv und das heißt, man kann die halt dann auch aufbrauchen, bis die nächste Box eintrifft und man dann vielleicht irgendwie in 2-3 Monaten wieder eine bekommen würde, ne? Das geht auf jeden Fall klar. Dann habe ich hier was drin, wo ich einfach mit der Goodiebox mal kurz schimpfen muss, denn ich habe mir ein Haarspray gekauft für meinen Trip nach Kreta. Hätte ich das gewusst, dass hier eins drin ist, hätte ich das einfach mal mitgenommen und nicht extra ein neues gekauft. Was ich übrigens gar nicht verwendet habe, aber hey. Auf jeden Fall haben wir hier von eCooking ein Haarspray drin. Fresh Scent of Flowers, Green Leaves and with a Twist of Citrus. Mit Provitamin B5. Guck mal, da haben wir hier so ein kleines Reisehaarspray drin enthalten. Das finde ich super. Ich habe jetzt einfach auch vermehrt so einen Drang, auch vielleicht ein bisschen was mit meinen Haaren zu machen. Vielleicht mal so ein bisschen Beach Waves oder so reinmachen. Ne? Da habe ich jetzt ja auch einfach die Möglichkeiten. Und ich hatte einfach vorher nie so ein Haarspray zu Hause. Jetzt habe ich hier mal eins. Ich habe mir halt, wie gesagt, auch noch eins gekauft. Kennt ihr das? Könnt ihr das empfehlen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier steht nämlich Medium Hole drauf. Finde ich ganz gut, weil ich mag persönlich auch nicht so gerne diese Betonfrisuren. Das ist gar nicht mein Vibe, weswegen ich halt auch sehr wenig Haarstyling so mache bei mir immer, ne? Dann haben wir hier etwas drin und zwar ein Clear Brow Gel von MCO Beauty. Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich schon mal ausprobiert. Das fand ich für mich persönlich, für mein Bedürfnis, nicht ganz so genial. Also ich mag ja ganz gerne, wenn meine Augenbrauen so festgetackert werden, ne? Also jetzt habe ich auch von Catrice dieses Super Glue Gedönsen drin. Das mag ich gerne. Also wenn sich wirklich über den ganzen Tag kein Haar irgendwie auch nur einen Millimeter bewegt. Und hiermit hat man halt noch relativ flexible Augenbrauen. Das bringt die Augenbrauenhärchen wohl in Form, aber die sind halt noch formbar und so. Das ist nicht so meine Welt. Naja, aber es ist ein sinnvolles Produkt, weil
Es ist vollkommen Wurst, welche Haarfarbe du hast. Du kannst dieses Produkt ja theoretisch verwenden. Ne? Sage ich auch immer wieder, also in solchen Boxen, was dekorative Kosmetik angeht, macht es Sinn, Primer reinzupacken. Da macht es Sinn, Puder und Transparentes reinzupacken. Es macht Sinn, halt transparente Augenbrauengele reinzugeben. Da machst du halt immer irgendwie nichts mit verkehrt. Auch so Mascara oder sowas. Ne? Das sind halt immer so Allrounder-Produkte, wo sich im Prinzip eigentlich jeder drüber freut. Vielleicht auch mal eine Lidschattenpalette oder so. Naja, oder Pinsel. Und hier haben wir jetzt auch von Zarco Beauty eine Nagelfeile drin. Zarco Beauty bei Oli. Das ist eine Glasnagelfeile. Ja, ich denke, das kann auch eine ganz schöne Geschichte sein, wenn man halt wirklich nur so ein leichtes Feintuning bei den Nägeln machen möchte. Wenn man halt wirklich doll die Nägel feilen möchte, kommt so eine Nagelfeile aus Glas jetzt nicht unbedingt mit dran. Bei mir jedenfalls. Aber ist schön, dass wir die hier drin haben, oder? So ein bisschen Maniküre zwischendurch kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, jetzt zeigen wir einfach ja auch generell mehr. Wir zeigen mehr Haut, wir zeigen mehr die Hände. Wir müssen sie auch mehr pflegen, weil wir ständig im Garten abchillen und da irgendwie Unkraut zupfen. Ne? Deswegen, das macht in meinen Augen auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich hier von, ach wie cool, das finde ich richtig cool, von Gosh, ein Blush Up, ein Cream Blush. Das finde ich spannend. In der Farbe 002 Rose. Da muss ich noch herausfinden, wieso die Farbe ist. Wenn der glowy ist, werden wir nicht so die meisten, die größten Freunde. Sieht aber von der Verpackung her relativ glowy aus. Wird in meinem Fullface Beauty Box mit euch zusammen dann mal ausprobiert. Wobei sowas theoretisch ja auch ganz cool sein kann. Ne? Also ich mag gerne Cream Blushes. Ich verwende gerne Cream Blushes. Ich habe heute auch in Kombination sowohl Cream als auch Powder Blush. Das gibt einfach alles ein bisschen natürlicher dann am Ende, so vom Finish her. Mag ich natürlich, sagte sie und hatte einen, was auch immer, bunten Augenlook. Aber trotzdem, ich mag das und finde cool, dass wir sowas hier mit drin haben. Und das ist das zweite dekorative Kosmetikprodukt. Feiere ich sehr. Ich muss jetzt gestehen, dass ich nicht weiß, welches dieser 7 Produkte, die hier drin sind, dann tatsächlich auch das Goodie ist. Ihr bekommt auf jeden Fall diesen Inhalt über meinen Link, ne? Sofern die Box noch verfügbar ist, was ich hoffe. Hier habe ich jetzt ein, ach, richtig geil, Naubay Pomegranate Shower Gel. Ich glaube, ich habe ein paar Mal zu oft gesagt, dass ich Duschgel vermisse in Boxen. Denn jetzt gerade, ich habe heute Drehtag, ich habe hier so viele Duschgele in meinen Händen, Leute, heute. Das ist so der Wahnsinn. Als würden die Firmen wirklich auch meine Videos gucken, ich sag's euch. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ausgelaufen, sehe ich auch gerade. Ist nicht schlimm, wird dann direkt in Anwendung genommen. Es riecht irre gut. Oi, der Granatapfel kommt richtig, richtig fruchtig raus. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das nehme ich gleich mal direkt mit runter, denn das, was ich jetzt aktuell mit Kirsche in Anwendung habe, ist fast leer. Dann kommt das ganz, ganz angenehm jetzt gerade. Ne? Das passt ganz gut für mich. Und dann habe ich hier als letztes von Mudmaski Glam Care Perfection. Das ist ein Primer. Blurring, Correcting, Anti-Aging, Hydrating, Unifying. Richtig geil. 30 ml haben wir hier drin. Und ich mag die Marke. Die haben wir öfters mal in der Goodiebox drin, ne? Die haben ganz tolle Masken, wo ich mich jedes Mal freue, wenn ich die halt in der Box finde, weil ich die auch gerne verwende, weil die sehr, sehr gut sind. Und ja, Mudmaski macht einfach schöne Produkte. Hier haben wir jetzt den Primer, den habe ich auch schon in meiner Sammlung, den mag ich ganz gerne und feiere ich tatsächlich, dass wir hier 3 dekorative Schätzchen drin haben. Dann noch was fürs Gesicht, für die Haare, für den Körper, was für die Maniküre. Also ich glaube, da kann man, also da bleibt kein Auge trocken, oder? Also für mich persönlich ist es eine sehr, sehr gute Einstiegsbox, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, wir sind Goodiebox, das und das haben wir immer so in den Boxen drin. Das sind so ungefähr die Marken, die du vielleicht da durch uns etwas mehr kennenlernen wirst. Und das ist so ungefähr die Konstellation, die wir dir bieten werden. Ich finde es sehr schön präsentiert von Goodiebox selber und kann das definitiv empfehlen. Also solltet ihr Bock auf die Box haben, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da setze ich euch den Link dazu rein, dass ihr die dann gegebenenfalls euch nachshoppen könnt. Und ja, ihr Lieben, ne? Eine sehr charmante Box aus Dänemark, die ich sehr empfehlen möchte. Dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.